Es ist Mittwoch, der 7. April 2021. Wir sind mitten in der Osterwoche und ihr seht hier bei mir schon das Osterlicht hinter mir leuchten. Heute Morgen, willkommen zu unserem Go for Peace Impuls, geht es um Maria Magdalena. Und zwar im Johannesevangelium ist das aufgeschrieben, im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 18. Kurz vorher hat Maria Magdalena das leere Grab entdeckt und hat es dann dem Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, gesagt. Sie sind dorthin gelaufen, bestätigen das und gehen wieder weg. Maria aber bleibt, denn diese tiefe Liebe, die sie mit Jesus verbunden hat und die sie wirklich in ein echtes, ehrliches, authentisches Leben gebracht hat, diese Liebe lässt sie einfach bleiben. Und dann steht sie am Grab und dann fragt ein Engel sie, warum sie weine. Und dann fragt sie zurück, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo man ihn hingelegt hat. Also der Blick von Maria geht zurück an all das, was sie mit Jesus erlebt hat, an das Positive, was ihr durch ihn eröffnet worden ist an ehrlicher Liebe, aber auch an sein Sterben, denn sie stand ja unter dem Kreuz, sie hat ihn elendig sterben sehen. Und diesen sterbenden Jesus mit den durchbohrten Händen und der durchbohrten Seite und den Füßen, den hat sie vor Augen. Und dann hört sie die Frage, wen suchst du? Und dann auf einmal sagt Jesus zu ihr, Maria, also er spricht sie mit ihrem Namen an. Und dann begreift sie, dass er es ist. Und sie hatte Jesus, dem sie dann um den Hals fallen möchte, was Jesus aber nicht zulässt, weil er noch zu seinem Vater gehen muss. Sie hatte Jesus, den Auferstandenen, zuerst gar nicht erkannt. Sie war immer mit ihm zusammen gewesen, sie kannte ihn gut und dann steht er da als der Auferstandene und sie erkennt ihn nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für uns. Den Gekreuzigten kennen wir, die Leiden, die Wunden, den Schmerz, das kennen wir alles. Aber kennen wir Jesus, den Auferstandenen, der immer neu in unserer Mitte erstehen will? Und Maria wird dann zu den Jüngern geschickt mit dem Auftrag, wirklich ihnen zu sagen, dass er lebe. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag. Die Erfahrungen, die wir machen mit dem Auferstandenen in unserer Mitte, der uns Licht und Freude schenkt, davon müssen wir sprechen, das müssen wir erzählen, das müssen wir anderen Menschen anvertrauen, damit auch sie diese Hoffnung geschenkt bekommen. Aber suchen wir Jesus nicht in der Vergangenheit, suchen wir ihn nicht als den Gekreuzigten, sondern suchen wir den Auferstandenen. Such den Auferstandenen. Look for the risen Lord. Ich wünsche euch einen österlichen Tag mit dem Auferstandenen und auf der Suche nach ihm.